Um in der Gentechnik DNA untersuchen zu können, ist es notwendig, von der DNA-Sequenz viele Kopien zu erzeugen. Der Grund dafür ist, dass die DNA-Menge aus einer biologischen Probe viel zu gering ist, um sie untersuchen zu können. Mit der Methode der Polymerase-Kettenreaktion oder kurz PCR ist es möglich, DNA-Stücke unbegrenzt zu vermehren. Geringste Mengen von DNA, zum Beispiel aus Speichelresten oder einem Haar, können so millionenfach kopiert werden, sodass man genügend Material für eine weiterführende Untersuchung hat. Die PCR-Methode nutzt das Prinzip der DNA-Replikation und automatisiert diesen. Diesen Kopierprozess bezeichnet man als DNA-Amplifikation. Für die PCR benötigen wir ein Reaktionsgemisch, also einen PCR-Ansatz aus, eine Vorlage, also die DNA-Matrize. Dabei handelt es sich um eine auszureichende Menge doppelsträngiger DNA aus einer biologischen Probe. Dann benötigen wir die chemischen Grundbausteine der DNA und RNA, also die Nukleotide. Wir benötigen das Enzym Polymerase und spezifische Primer. Das sind künstliche DNA-Stücke und diese dienen als Startmoleküle, die die Anlagerung der Polymerase erst ermöglichen. Die Sequenz der Primer stimmt genau mit dem Anfang bzw. dem Ende des zu kopierenden Bereichs überein. Die Polymerase-Kettenreaktion lässt sich in drei Schritte untergliedern, die zusammen einen Zyklus darstellen. Zu einem die Trennung der DNA-Doppelstränge, also die Denaturierung, gefolgt von der Hybridisierung zwischen den Einzelsträngen und den Primern und zuletzt die Kettenverlängerung, also die Polymerisierung. Im ersten Schritt wird die DNA auf 95 Grad erhitzt. Die DNA denaturiert und wird in ihre Einzelstränge aufgetrennt. Im zweiten Schritt der Hybridisierung wird das Reaktionsgemisch auf 50 Grad abgekühlt. Bei dieser Temperatur können sich die Primer mit den komplementären Sequenzen an die Matrizen-DNA anlagern. Die Primer besitzen eine Länge von 20 bis 40 Basenpaaren. Durch die Hybridisierung zwischen Primer und DNA sind zwei kurze doppelsträngige DNA-Abschnitte entstanden, die als Starter für die DNA-Polymerase dienen. Zuletzt, also im dritten Schritt, wird die Temperatur wieder erhöht und die Polymerase synthetisiert, ausgehend von den Primern, die komplementären DNA-Stränge. Häufig kommt eine bestimmte Polymerase, nämlich die TAC-Polymerase, zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein sehr hitzestabiles Enzym, das aus dem Bakterium Thermus aquaticus stammt. Der Vorteil der Verwendung dieser TAC-Polymerase liegt in der einmaligen Zugabe zum PCR-Ansatz, da das Enzym durch die nachfolgenden Erwärmungen nicht zerstört wird. Die hitzebeständige TAC-Polymerase kann bei etwa 72 Grad optimal arbeiten, sodass diese die Primer verlängert und damit den DNA-Doppelstrang vervollständigt. Damit ist ein Zyklus abgeschlossen. Im nächsten Zyklus werden die beiden DNA-Stränge wieder getrennt, die Primer angelagert und mittels TAC-Polymerase wieder zu DNA-Doppelsträngen ergänzt. Ein Zyklus dauert nur wenige Minuten und läuft in einem Apparat namens Thermozykler vollautomatisch ab. Nach 30 Zyklen hat man bereits ca. 250 Millionen DNA-Kopien aus der ursprünglichen DNA gefertigt und nun können diese zur weiterführenden Untersuchung verwendet werden.